uns der Dr. Hans Reinhardt von der CSU und ich würde sagen, Sie stellen sich erstmal vor, dass unsere Zuschauer wissen, wer Sie überhaupt sind. Ja, hallo. Ja, Hans Reinhardt, inzwischen 36 Jahre, bin verheiratet, habe zwei Kinder, komme aus Jettingen-Scheppach, bin da auch aufgewachsen, war da ja, überall aktiv, habe dann Abitur gemacht, war in Wettenhausen in der Schule, bin dann zum Studieren weggegangen, weil ich einfach mal weg von der Heimat, war ich bei Bundeswehr noch. Und ja, habe dann in Passau Jura studiert, bin dann wieder zurückgekommen, war Richter und Staatsanwalt und bin jetzt seit 2013 im Bayerischen Landtag. Bin jetzt schon länger bei Mitterheim im Gemeinderat und seit 2014 auch im Kreistag und bin nebenbei noch einfach so unterwegs und aktiv, was halt Spaß macht beim Fußball. In einem oder anderen Verein, wo ich noch aktiv bin, bin auch im Fasching viel unterwegs und genau das ist so das, was ich die ganze Zeit hier mache. Vielen Dank. Jeder kennt ja jemanden, der momentan eine Wohnung sucht, sei es auf dem Land oder in der Stadt. Und jetzt wollten wir von Ihnen wissen, was Sie mit Ihrer Partei gegen die Wohnungsknappheit machen wollen. Ja, zunächst mal, wir müssen einfach schauen, dass wir das Bauen günstiger machen. Das heißt, wenn man neue Wohnungen bauen will, das ist einfach nicht, weil bei energetischer Gebäudesanierung oder beim Neubau dann der gleiche so viel machen muss, dass einfach die Baukosten an sich günstiger werden. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir haben zurzeit gerade in manchen Ortschaften auch innerorts das eine oder andere leer stehen. Und wir müssen dort schauen, dass wir einfach diesen Leerstand, den wir haben, dann auch wieder zum Wohnbau umwidmen, dass wir zurzeit machen so eine Art Donut-Effekt, wo du umherum lauter Wohngebiete hast in der Mitte. Schaut es ein bisschen schlechter aus und wir müssen einfach schauen, dass wir die Ortskante wieder ja, mit Leben erwecken. Da haben wir jetzt das eine und andere Förderprogramm auch schon gestartet und ich glaube, das kommt jetzt dann zum Laufen und da kann man dann Stück für Stück auch da wieder leben und damit mehr Wohnraum schaffen. Gut, es gibt ja sehr viele Leute, vor allem junge Menschen, die noch keinen Führerschein haben oder ältere, die schon nicht mehr fahren können, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, vor allem auch die Schüler. Ja. Und daher wollen wir wissen, was macht Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr? Wir haben zunächst mal den Flixbus eingeführt landkreisweit. Den Flexibus eingeführt landkreisweit, der glaube ich so ein Modell ist, was auch funktioniert. Also ich glaube, dass wir relativ wenige Leute in den klassischen öffentlichen Personennahverkehr jenseits der Schule reinbringen, wo ich sage, ich fahre mit dem Bus von A nach B. Aber ich glaube, mit dem Flexibus, den wir jetzt auch, also zum einen haben wir den angestoßen, dass wir das landkreisweit machen. Wir haben jetzt auch auf Kreisebene gehört, dass der Landkreis Günzburg das auch bezahlt. Haben uns um Fördermittel aus dem Land gekümmert und ich glaube, das sind so die Projekte, die funktionieren, dass ich sagen kann, ich rufe irgendwo an und werde dann abholt und komme von A nach B. Und das auf einer relativ flexiblen Art und Weise und das ist so, wie ich mir auch Personennahverkehr vorstelle. Ja, wie ist das dann für jetzt so Jugendliche wie uns jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel abends wollen, die ja zum Beispiel weggehen oder so, dass man zum Beispiel da jetzt einen Bus einfach einführt, der jetzt vielleicht zum Beispiel im Stundentakt fahren würde? Also wir schauen, also neben dem, also ich glaube, dass der Flexibus ist das Instrument, um einfach im engeren Nahbereich einfach auch Ortschaften an große Zentren oder an Zentren anzuschließen, wo ich dann auch zum Beispiel Bahnverkehr dergleichen habe. Also die Eisenbahn läuft ja recht gut, wo ich fahren kann, wo ich auch im Stundentakt fahren kann. Wir haben den weiteren öffentlichen Personennahverkehr und wir schauen auch dort, dass wir dort auch, also wir werden dort den Takt verstärken. Es soll ja auch weit nach hinten ausdehnen, dass ich sagen kann, ich bin von den Zeiten her, gehe ich weiter raus. Man muss ja dann schauen, wie es angenommen wird. Und leider ist zurzeit so die Erfahrung, dort wo man es versucht hat, ist die Resonanz jetzt eher mau ein bisschen. Und wir müssen aber trotzdem schauen, dass wir dort einfach möglichst viel Flexibilität reinbringen und das dementsprechend machen können. Mit dem Atomkraftwerk in Pongremmingen ist das generelle Thema hier jetzt sehr zentral. Und jetzt würden wir Sie fragen, was Ihre Meinung zum Thema Atomkraft ist. Also ich persönlich halte das für eine gute umweltschonende, also vor allem CO2-schonende Art und Weise, Energie zu erzeugen, aber der Beschluss abzuschalten ist gefallen. Damit müssen wir uns darauf einstellen, auch bei uns im Landkreis Günzburg, dass wir das Kernkraftwerk jetzt dann abschalten, dass wir unseren Strom aus anderen Quellen holen und der Beschluss ist auch unumkehrbar. Wir werden aus der Kernenergie aussteigen, müssen einfach schauen, wo kriegen wir guten, günstigen, aber verlässlichen und auch umweltschonenden Strom her und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch der nächsten 5 bis 10 Jahre dort dementsprechend was zu machen. Gut, es leben schon seit vielen Jahrzehnten Muslime bei uns in Deutschland und auch durch die Flüchtlinge ist die Zahl der Muslime bei uns gestiegen. Was halten Sie vor diesem Hintergrund von einem speziell islamischen Religionsunterricht? Ich,
wir haben den ja eingeführt bei uns schon und ich finde es auch nicht schlecht. Also nur gehört dazu dann auch, dass man die Lehrer auch staatlich ausbildet. Also im März diesen Jahres haben ja die SPD und die Grünen einen Antrag gestellt für eine Erhöhung des Pflegegelds im Kreistag. Achso, ja. Und da hat ja die CSU und die Freien Wähler haben ja dagegen gestimmt. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, wie haben Sie da abgestimmt und warum haben Sie so abgestimmt? Es ging darum, mehr Pflegekräfte an die Kliniken zu bekommen. Mhm. Und wir haben das, also im Endeffekt wird es jetzt gemacht. Nur worüber wir uns uneinig waren, war der Weg, wie wir es machen. Die einen haben es meines Erachtens aus purem Populismus in den Kreistag reingeholt. Und wir sagen, es gehört einfach in den Verwaltungsrat der Kliniken. Wir haben bei uns die Kreiskliniken, die separat laufen, wo es Verwaltungsgremien gibt. Und was uns dazu aufgeregt hat, ist einfach, dass man nur irgendein Thema hochgezogen hat, um irgendwie in der Zeitung zu stehen. Weil es gab 2 Wochen vorher eine Verwaltungsratssitzung, wo der Stellenplan für das kommende Jahr beschlossen wurde. Das war komischerweise einstimmig. Da hat keiner was gesagt, hey, wir brauchen mehr Leute. Und dann hat man im Kreistag auf einmal gesagt, ist da ein großes Thema, wir müssen da was machen. Also wir müssen da was machen, wir müssen die auch zukunftsfest machen. Da gehört das Thema Pflege mit dazu. Und deswegen haben wir es an den zuständigen Ausschuss verwiesen, also an das Verwaltungsgremium. Die haben dem auch zugestimmt. Die haben auch gesagt, ja, machen wir auch auf unsere Anregungen. Und deswegen war das eine Frage, wie macht man es denn das auch? Ja gut, dann hätten wir noch ein paar spezifische Fragen an Sie, wie zum Beispiel Alice Weidel kommt ja nach Breitenthal und da machen ja jetzt auch mehrere Parteien organisieren eine Gegendemonstration. Was ich fragen möchte ist, warum beteiligt sich die CSU jetzt nicht offiziell an der Organisation dieser Gegendemonstration? Also wir hätten eigentlich mitgemacht, wir haben auch gesagt, wir machen mit. Nur war bei uns die Prämisse, wir machen dann mit, wenn, also wir hätten, ich sag mal, ich mache das relativ klassisch, wenn so die im Kreistag vertretenen Parteien mitgemacht hätten, dann hätten die auch alle mitgemacht. Nur was wir sagen, wir machen nicht mit der Linkspartei zusammen eine Demo, weil die Linkspartei auf der einen Seite extremistisch ist, wie die AfD auf der anderen Seite. Und ich habe so das Verständnis, wenn ich Mitorganisator von der Demo bin, dann bin ich auch mitverantwortlich für das, was sie da alle sagen. Laut aktuellen Umfragen erlebt die CSU momentan mit ungefähr 35% ja ein Tief. Was ist Ihre Erklärung dafür? Wenn ich bei uns im Landkreis unterwegs bin, dann empfinde ich nicht so, also da sagen viele, hey, cool, dass du da bist. Und ich gehe auf jedes Dorffest, auf viele, und gehe von Tisch zu Tisch und sage Hallo und diskutiere auch dann. Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Wir haben klar zum ersten Mal auch in Bayern jetzt eine AfD, die antritt, die uns insoweit auch uns als CSU wehtut, einfach, weil wir halt einfach, wenn die bei, glaube ich, aktuell 11% sind, dann ist ein Teil der Stimmen, geht auch von unseren Wählern weg, das ist klar. Dann haben wir eine Situation, wo wir, glaube ich, zurzeit, was uns ein bisschen fehlt, ist so diese Klammer um die Gesellschaft, wo du sagst, hey, das ist das große Vereinende, man sucht ganz, ganz stark das Trennende, das, was da ist. Und ich glaube, das teilt auch die Gesellschaft in viele Gruppen ein, wo jeder auf sich schaut. Dann haben wir bei uns, glaube ich, auch den Effekt einfach, dass uns der ganze Streit in Berlin, den ich auch nicht gewollt habe, auch schadet oder auch geschadet hat. Und das ist, glaube ich, das sind so breite Masse an Themen, die da sind. Und und aus dem raus ist, glaube ich, das wahrscheinlich auch dazu erklären. Okay. Ja. Es ist ja so, dass man hier überall im Landkreis Plakate sieht, auf denen Sie dafür werben, dass man Sie an die Grillparty einladen kann. Ja. Wie wird denn dieses Angebot wahrgenommen? Super. Das ist, also ich gehe jetzt an. Jetzt haben wir nach Kötz auf eine Veranstaltung, ganz schön wieder auf der Grillparty. Das kommt echt gut an. Und vor allem, also ich habe mir überlegt, ich mache mal irgendwas, wo man einfach ins Gespräch kommt. Weil so die klassischen politischen Veranstaltungen ist, glaube ich, eher, ja, wer geht dahinter, gehen primär die Leute hin, die ohnehin schon sagen, ja, ich tendiere eher zu der oder der Partei. Und ich habe einfach überlegt, ich mache das mal, ich probiere das mal aus. Und es wird echt super angenommen. Und ich muss schon schauen, dass ich irgendwie schon clear, dass ich werde vielleicht den einen oder anderen Termin schon nach der Landtagswahl machen müssen, was einfach nicht hilft, aber das kommt wirklich gut an. Und ich war da oft darauf angesprochen, also so von allen Seiten her. Das war dann, glaube ich, ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für die Zeit. Ich sage danke. Und ja, danke für euer Engagement, das ist echt toll, was ihr macht. Danke sehr.